Da ist noch einer? Okay, sind es dazu vier. Und da ist noch einer. Okay, fünf. Schrei nicht so. Ist da jemand? Ja, der hat's gehört. Der hat's gehört, Mann. Kann er jetzt nicht leiser machen? Okay. Oh, jetzt bin ich ja wieder hier. Naja, egal, war ja nicht viel. So. Auf jeden Fall kann ich die nicht umhauen, wenn die so weit weg sind. Da war noch einer gekommen. Da ist er. Vielleicht kommt der andere aber ein bisschen weiter hier rüber. Müssen wir ein bisschen beobachten. Okay, da sind gleich drei Leute, die da rumstehen. Der eine ist der von ganz vorne. Der hier, der die Kiste durchwühlt. Ist ein bisschen schwieriger zu bekommen. Und der Typ, der hier kommt, den könnte ich noch kriegen. Ich will natürlich nur wissen, wo der langt. Ist da jemand? Nein. Ups, das wollte ich nicht. Du bist ein toter Mann. Depp. Sterben, Arschloch. Ja, Leute, das war natürlich mein Fehler wieder. Ich stelle mich ein bisschen glatt an, weil ich habe vergessen, wie man sich vernünftig anstellt, wenn man in Deckung ist. Und zwar nicht nach oben drücken, wenn der Gegner gerade auf einen zukommt, um dann mal oben drüber zu looken und zu sagen, hallo, hier bin ich. Na? Ich bleib schön stehen, der guckt immer dahin und warten, bis er vorbeigeht. Und vor allem war das total dämlich, da rumzugehen. Aber man muss immer lange gedrückt halten, wenn man nur so um die Ecke will. Und kurz drücken, wenn man über einen längeren Raum möchte. So, das könnte klappen. So. So, das mit dem lange Drücken gefällt mir übrigens gar nicht. Da muss ich, glaube ich, auch nochmal gucken, ob man das nicht irgendwie umbelegen kann. Auf jeden Fall zerre ich den jetzt erstmal wieder in den scheiß Kabuff da hinten. Sind wir nämlich schon den zweiten los. Oder wir legen ihn einfach hier in die Ecke, das geht auch. Nicht hier hin. Boah. Dass der mich nicht gesehen hat, ist ein Wunder. Ach man, lange drücken. Lange drücken. So, jetzt haben wir den hier hinter. Schön ist es nicht. Ja, passt schon. Weg mit der Waffe. Würde wohl nicht sehen. Okay, Leute, ich bin ein bisschen schweigsamer gerade. Ich muss mich wieder mehr ans Reden gewöhnen. Gut, da hinten sind zwei. Der würde, kriegt nichts mit, war aber der da hinten, den könnte ich mir holen. Müsst ihr einmal rum. Okay, das wird nix. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Was ist das? Nichts Wichtiges. Okay. Der sieht mich wohl nicht. Was habe ich jetzt eigentlich? Ich habe doch so eine komischen. Ich habe doch eigentlich so eine Fähigkeiten hier. Wo hatte ich die denn gefunden? Ah, hier. Kann ich mich unsichtbar machen? Tarnsystem habe ich nicht. Was habe ich überhaupt schon? Hacken auf einem ganz kleinen Level. Energieumwandler. Dass ich überhaupt was kann. Und kinetische Armprothese. Damit haue ich ja manchmal einen um. Netzhautprothese. Genau, das ist ja auch nichts Besonderes. Da habe ich ja bisher auch nicht viel. Schutz vor Schockgranaten. Aktivierung automatisch. Okay. Cooldown-Timer. Ah ja, dann sehe ich, wie lange die brauchen. Habe ich jetzt überhaupt schon Punkte? Verfügbare Praxis? Nö. Okay. Okay, ich habe gedacht, ich kann mich da jetzt in Ruhe aufhalten. So, und wenn ich mich jetzt wieder schnell drumrum mache und da nicht drumrum stehe, dann kann ich das auch bringen. Aber ich darf halt nicht drumrum stehen und da warten, während da irgendwie Leute direkt neben mir stehen. Das ist eine dumme Idee. Ha, ich gewöhne mich wohl schon noch ans Spiel. So. Meine eine Batterie ist auch wieder aufgeladen, die ich habe. Das heißt, ich kann wieder jemanden umbotzen.
Nicht runterhüpfen von so einem Scheiß. So, was ist hier? Nicht so laut. Okay, da haben wir einen. Den wollen wir natürlich von hinten umhauen. Ah, da darf mich der andere Typ nicht sehen. Der geht gerade in die andere Richtung. Wunderbar. So. Na? Dann ziehen wir den mal. Ein Stück ziehen wir ihn noch, würde ich sagen. Komm mit. Schön hier durch. Und. Ja, hier ist er, liegt er gut, würde ich sagen. Na, nicht ganz. Ein bisschen ziehen wir dich noch. Hier liegst du gut. Nicht werfen, der Teil. Hat er mich jetzt gehört? Shit. Gott, was ist mit dir passiert? Ah. Ja, klasse. Nur weil ich den hingeworfen habe, den dreckigen. Mhm. Toll. Saubere Arbeit. Ah. Untersuchen. Mitnehmen. Erhalten Elektroschockpfeile. Was haben wir hier? Credit Chip. Okay, und hier. Betäubungspfeile, Credit Chip. Na gut. Jetzt haben wir uns natürlich schön die Betäubungspfeile verballert. Unnötigerweise zwei Stück wieder. Weil ich beim Verstecken von dem Kollegen meinte, den gegen die Wand feuern zu müssen. Und der übelst Geräusch gemacht hat. Okay, ich muss dann eh wieder drücken, um ihn loszulassen oder sowas. Auf jeden Fall nicht mit der Maus, weil dann wirft er ihn wirklich hin. Und das kommt überhaupt nicht gut. Das war der Typ, der hier gekramt hat, oder? Ja, das war er. Damit sind die auf jeden Fall alle weg und ich kann mich hier frei bewegen. Gut. Naja, hat ja funktioniert. Immerhin. Aber ich muss mit den Betäubungsfallen doch deutlich vorsichtiger umgehen. Weil die sind halt recht schnell weg. So, was waren das jetzt hier? 5 Stück davon. Und was habe ich gefunden? Elektropfeile oder was war das jetzt hier? 2 Stück habe ich noch. Pro Riegel. Schockgranate habe ich gefunden. Aha. Standgewehrmunition und Elektroschockpfeile. Ja, nee. Ausrüstung. Ja, wie. Untersuchen. Und wo kriege ich jetzt die Elektroschockrüstung? Ach egal, scheiß drauf. Kacken wir mal drauf, was die erzählen hier. Auf jeden Fall habe ich keinen umgebracht. Voll gut. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ich gehe. Hä? Okay, jetzt muss ich jetzt mal. Sind hier? Warum nicht da? Ach so, genau. Da rein oder da rechts rein? Und da ich rechts rein muss, richtig, gehen wir erstmal links rein und gucken, was da so gibt. Auch wenn es natürlich alternative Wege sind, ich eigentlich nur zum Ziel muss, ich gehe immer gerne alle Wege ab. So, speichern wir mal. Verstecken die Waffe. Verstecken die Waffe. Ach ja. Gucken wir hier rein. Hallo, Serif Industries. Ist das nur einer, der da rumsteht? Ne, 2. 2 ist blöd. Kommt nur, ich fordere euch heraus. Wir haben hier eine kleine Überraschung für euch. 2 ist natürlich blöd. Direkt nebeneinander. Dann muss ich am besten. Ich kann es mal probieren. Ich habe doch so einen Schokoriegel gefunden, ne? Hier, so. Benutzen. So, ich habe eine Batterie mehr. Wenn ihr seht, was wir hier finden, dann hier Kuh. Dann werdet ihr endlich alle zuhören. So. Und den haben wir auch rum. Geil. Barmherzige Seele. Expedent. Gesamt 50. Okay. Nehmen. Nehmen. Untersuchen. Credit Chip. Schön. Geld gibt das. Okay, Credit Chip. Elektroschockpfeile. Ja, ich kriege jetzt ganz viele Elektroschockpfeile, mit denen ich irgendwie nichts anfangen kann.
Auf jeden Fall hätte ich da mir auch ganz gemütlich Zeit lassen können und hätte meinen Schokoriegel gar nicht gebraucht, weil er hat nichts mitbekommen, dass ich seinen Kollegen da umgehauen habe. Wie dicht die dran sein müssen, ist also auch noch so eine Frage. So, Endspurtbeauftragt, Überstunden, Qualitätsstandards. Aha, interessiert mich nicht. Ist hier noch so? Frank Pritchard, Netzwerkprobleme. Okay. Wir können jetzt in bla 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 bla. Genau, davon haben wir schon gehört. Auch ein wichtiger Kram, der einfach nur was über die Leute erzählt, aber das wissen wir auch so schon. Ich lese nur die E-Mails, die irgendwie was mit meiner Mission zu tun haben können. Wie gesagt, oder mich interessieren können. Verkaufsautomat. Schwer zu bewegen. Zu schwer. Oh, zu schwer, scheiße. Da gäbe es dann halt Möglichkeiten, sich was zu besorgen halt an Fähigkeiten, dass man halt schwerere Sachen nehmen kann. Das habe ich im ersten Teil übrigens geholt. Ist manchmal nämlich eine sehr praktische Sache. An bestimmten Stellen kann man damit sich ziemlich Arbeit ersparen. Aber in dem Teil weiß ich das noch nicht. So. Da ist nämlich, da habe ich nämlich das erste Mal direkt Nahkampf gewählt und gedacht so, ha, Nahkampf ist doch besser, als wenn ich Schweres heben kann. Aber Nahkampf braucht man im Prinzip ja nie. Bis hier. Abfalleimer. Und das ist ein Schokoriegel. Der im Abfalleimer lag. Na, geh lecker, ey. E-Book. Der schlafwandelnde Welt. Wacht auf. Ach, das hatten wir doch so was Ähnliches schon mal hier. So. Wieder irgendwelche Hetzparolen von den Leuten da, die da irgendwie Stress machen wollen. Interessiert mich ja nicht.